Die Karriere von Modern Talking ist eine Erfolgsstory, die ihresgleichen sucht. Anfang 1984 gelingt Thomas Anders und Dieter Bohlen mit You're My Heart, You're My Soul der Durchbruch. Der Song platziert sich in 35 Ländern auf Platz 1 der Charts. Von da an geht es steil bergauf. Egal ob Modern Talking eine Single oder ein Album veröffentlichen, ein vorderster Chartplatz ist ihnen gewiss. 1987 kommt es zum Bruch der beiden. Sie gehen fortan getrennte Wege. Thomas Anders startet eine Solokarriere. Dieter Bohlen widmet sich seinem Projekt Blue System. Zum Zeitpunkt der Trennung hat das Popduo bereits mehr als 65 Millionen Platten verkauft. Das Comeback folgt 1998. Modern Talking melden sich mit Back for Good zurück. Das Album ist 5 Wochen Nummer 1 in Deutschland und hält sich über ein Jahr in den Charts. Den Spitzenplatz sichert sich das Duo außerdem in 15 weiteren Ländern. You My Heart, You My Soul mausert sich sogar zum größten weltweiten Hit des Jahres. 2003 wurde es dann völlig unerwartet offiziell. Das erfolgreichste Popmusikduo der Welt löst sich endgültig auf. Als Bilanz bleiben über 120 Millionen verkaufte Tonträger, unzählige goldene und Platin-Schallplatten und die treuesten Fans der Welt.